Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Haben Sie in letzter Zeit mal Stern-TV gesehen? Man kann im Freien sich im Prinzip nur dann anstecken, wenn man wirklich face-to-face nah zusammen ist und sich, ich sag immer, anspuckt. Interessantes Format, ja. Also da saßen letztens der Kekulé, der Lauterbach und der Scheuch zusammen und haben sich darüber ausgelassen, wie hoch denn die Ansteckungsgefahr im Freien ist. Ich denke, wir diskutieren um ein Mini-Problem viel zu lang herum. Die Ansteckung findet in Innenräumen statt. Ich sage zu 99,9%. Und so Pi mal Daumen sieht das so aus, 99% der Infektionen finden innen statt, in Innenräumen, in Gebäuden, ja? Und 1% der Infektionen maximal draußen irgendwo. Ja, so. Also, wenn dem so ist, warum gehen wir nicht alle raus? Wir müssen doch alles tun, die Leute ins Freie zu befördern. Dann wären wir alle viel gesünder. Da diskutieren Leute über Ausgangsverbote. Was soll das? Das kann ja nur heißen, wir sollen uns nicht mit anderen in anderen Wohnungen treffen. Okay. Innen ist es gefährlich. Nee, das ist ja auch klar. Also das kommunizieren wir ja auch all die Zeit. Wir müssen eben dafür sorgen, dass wir draußen bleiben. Zum Beispiel die Biergärten öffnen. Zum Beispiel dafür sorgen, dass man nach wie vor Spaziergänge machen kann auf dem Tempelhofer Feld. Dass die Kinder auf den Spielplätzen spielen können. Dass wir schwimmen gehen können. Dass wir Radfahren können. Dass wir, uns im Freien herumtreiben, das kann man fördern. Wenn man keinen Beleg dafür hat, dass es schädlich ist und dass es gefährlich ist, dann hat der Staat keine Erlaubnis, die Bürger in ihrer Freiheit einzuschränken. Und schon sind die Leute aus den Wohnungen raus und wir können uns nicht mehr anstecken. Denn dass die Leute sich nicht begegnen, dass sie sich nicht treffen wollen und sowas, davon können sie auch nicht ausgehen. Menschen sind soziale Wesen, wir wollen was zusammen machen und draußen im Freien geht das natürlich am besten. Also, draußen alles aufmachen. Außengastronomie, Spielplätze, Reisen fördern, mit der Empfehlung, im Umkreis zu bleiben, aber Kontrollen, Strafen, alles streichen, ist alles Quatsch. Ja, es hilft überhaupt niemandem. Und schon gar nicht dem Infektionsgeschehen. Das Sprechen ist doch gar nicht die Hauptübertragungsquelle. Die Hauptübertragungsquelle, das wissen wir jetzt seit einem Jahr, ist das Atmen. Wer sich anmaßt, das in den Griff kriegen zu können, ist ein Aufschneider. Aus meiner Sicht. Das war jetzt eine Meinung hinten dran. Ja? Alles andere ist Fakt. Gucken Sie sich Stern-TV an mit Kekulé, Lauterbach, Scheuch und dann sind Sie im Plan mit sich und der Welt und setzen im Freien draußen auch nie wieder eine Maske auf. Das ist nämlich auch Quatsch. Schönen Tag noch. Der Staat muss auf jeden Fall, wenn wir ein Grundrecht einschränken, müssen wir dafür Gründe haben, müssen belegen, das ist gefährlich.